Yakshasana, die Koboldstellung. Von Yaksha, halbgöttliche Wesen, Diener, Kuberas, also eine Form von feinstofflichen Wesen. Sanatani zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier beuge die Knie, fasse mit den Händen an die Fußgelenke, hebe die Füße hoch und strecke sie aus. Dies ist Yakshasana. Von hier ausgehend kannst du dich auch auf den Rücken legen. Du kannst entweder von hier auf den Rücken rollen und dann bist du in der Stellung. Oder natürlich kannst du es auch von der Rückenlage ausgehend machen. Es gibt auch eine sitzende Stellung, die als Yakshasana bezeichnet wird. Auch Sanatani wird auch diese vormachen. Aus dem Fersensitz heraus setzt du dich zwischen die Fersen und gibst dann die Hände auf die Knie, Handrücken auf den Knien, Handflächen nach oben. Du kannst auch die Hände in Chin Mudra geben. So werden auch manchmal Yakshas abgebildet in indischen Tempeln, wo verschiedene Figuren dargestellt sind. Und wenn jemand zwischen den Fersen sitzt, ist das oft ein Yaksha-Geister, die oft auch als Schutzgeister bezeichnet werden, ähnlich wie Rakshakas. Mehr Infos auf wiki.yoga-vidya.de.